Hi, ich bin Annalena, ich bin 23 Jahre alt und komme aus. Moment, ich muss Na, wo? überlegen. Ja, ich freue mich. Hi, ich bin Annalena, 23 Jahre alt und wohne gerade in Erfurt für meine Ausbildung Kauffrau für audiovisuelle Medien, die ich beim MDR tätige. Aktuell mache ich ein Erasmus-Praktikum hier bei der ProMedia-Agentur in Wien. Bier. Schwierig, aber ich würde sagen Tischfußball. Wow, Celine Dion. Veggie auf jeden Fall. Geimpft. Wow. Keins von allen dreien. Von meinen alltäglichen Sachen, die ich verarbeite im Schlaf und mir vielleicht vorstelle, wünsche, erhoffe oder was eben noch auf mich zukommt. Ja, unbedingt. Meine Talente sind, dass ich ein doch sehr organisierter Mensch bin, ein kleines Helfer-Helfesyndrom habe, aber was ja eigentlich auch gut ist, um andere wirklich zu helfen und ich diesen Mehrwert in der Arbeit immer suche und genau, immer finde eigentlich. Wow, meine Ticks sind, dass ich, aber da fällt mir spontan ein, dass ich immer meine Einkaufsliste auf den Notizen schreibe und auf dem Zettel vergesse ich es eh immer, deswegen immer Notizen. Also, was ich spreche, ist halt eben Englisch, Deutsch natürlich Muttersprache und ich hatte Spanisch eine kurze Zeit und mein, also Lieblingsdialekt, ich mag schon Bayerisch und Wienerisch sehr oder Österreich. Me llamo Annalena, y tú? ¿Qué tal? ¿Qué pasada? Ja, aber nicht, hatte keinen Tanzkurs, sondern einfach nur auf der Party. Schon eher trocken, aber auch mainstreamig. Ja. Ja, als ich mal in Italien war im Urlaub und da bin ich als kleines Kind den Zebrastreifen rübergelaufen und da waren halt mehrspurig. Und dann, wenn ein Auto hält, das ist das erste, dann bin ich halt rübergerannt, so als Kind. Das kann ich nur so von meinem Dorf, dass man dann halt, wenn eins hält, rüberrennen kann. Und dann kam aber ein zweites Auto und dann lag ich auf der Motorscheibe oder Motorhaube. Genau, aber alles gut. Also mir ging es gut, es war nur ein Schock. Aber es war so, ja, was wäre ein. Spontan, locker, weltoffen, ungebunden und frei. Ich kann gut packen, weil ich muss tatsächlich immer, weil ich in Leipzig, Erfurt oder Halle bin von meiner Ausbildung aus oder in Berlin für die Berufsschule und jetzt das Praktikum hier und meine Heimat in Bad Württemberg, ich muss immer gut packen können.